Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wir sprechen heute über den Prostatakrebs. Das ist ja die häufigste Krebsart bei Männern in Deutschland. Und Ärzte, Patienten natürlich auch und die Krankenhäuser haben ein hohes Interesse daran, ihn möglichst früh zu erkennen. Am besten so früh, dass man womöglich gar nicht operieren muss, wenn das möglich ist. Bei mir ist Professor Dr. Christian Wülfing. Er ist Chefarzt der urologischen Abteilung im Asklepios Klinikum Altona. Herr Professor Wülfing, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Kahler, vielen Dank. Man rät ja immer zu einer jährlichen Früherkennungsuntersuchung für den Prostatakrebs. Können Sie uns erklären, worum es da geht? In der Tat ist es so, dass wir häufig Patienten haben, die von sich aus zu uns kommen und sich erkundigen nach Früherkennungsuntersuchungen. Also es wird zum einen zwar auch geraten von Krankenkassen, von Gesundheitsvereinigungen, von Gesellschaften, Fachgesellschaften, aber die Patienten haben natürlich auch ein Interesse selbst. Die kommen zu uns und erkundigen sich, ob sie eine Früherkennung machen können, um eben, wie der Name schon sagt, eine frühe Erkennung einer Krankheit, die vielleicht da ist, eben zu ermöglichen und dann eben auch eine Therapie vielleicht früh durchzuführen, um dem Krebs möglichst früh auch beizukommen. Was macht man da? Das war Ihre eigentliche Frage. Also wenn Patienten zu uns kommen als Urologe, sich für den Prostatakrebs, für die Prostatakrebsfrüherkennung interessieren, dann machen wir in der Regel mehrere Dinge. Zum einen wird eine Untersuchung gemacht. Das ist in der Regel eine Abtastuntersuchung der Prostata, eine rektale Untersuchung, also vom Enddarm aus. Die ist im Allgemeinen sehr schnell vorbei. Ist eine wenige Sekunden dauernde Untersuchung, die auch gar nicht so schlimm ist, wie sie sich anhört. Des Weiteren machen wir eine Ultraschalluntersuchung der Prostata. Die hat den Sinn, die Prostata nochmal genau mit Ultraschallbildern anzuschauen, zu vermessen, die Größe anzuschauen, weil eine Prostata ja auch wachsen kann beim älteren Mann. Das ist insofern eine wichtige Information. Und es ist so, dass wir häufig auch einen Tumormarkerwert anbieten, den sogenannten PSA-Wert, der letztendlich eine Flüssigkeit ist, die in der Prostata gebildet wird, die wir im Blut messen können und damit sagen können, ob dieser Wert erhöht ist, was eben auf bösartige, aber auch gutartige Veränderungen hinweisen kann. Also eine Zusatzinformation zu der Tastuntersuchung und dem Ultraschall. Gut, ich habe gehört, diese jährliche Untersuchung, Früherkennung wird Männern angeboten ab 50 Jahren, glaube ich, 45, wenn man vorbelastet ist, wenn ich das richtig weiß. Vollkommen richtig, wenn Sie in die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Urologie schauen, wo ja Empfehlungen abgegeben werden, die sinnvoll sein sollen und die eben auch auf Erkenntnis beruhen, dann ist es so, dass man in der Tat sagt, wer sich für Prostatakrebsfrüherkennung interessiert, sollte ab 50 einmal im Jahr damit anfangen. Es sei denn, er hat eine familiäre Belastung, das bedeutet, ein Vater oder ein Onkel oder ein Bruder ist erkrankt, dann sollte man mit 45 Jahren anfangen, diese Früherkennung jährlich zu machen. Gut, und jetzt sagten Sie ja, das eine ist Abtasten, das andere ist Ultraschall, das dritte ist ein Tumormarker. Passiert das dann automatisch? Sagt der Arzt dann, wir machen jetzt erstens, zweitens, drittens? Also Sie spielen vermutlich an auf die Frage, was zahlen eigentlich die Kassen? Naja, was ist vorgesehen? Oder was ist vorgesehen? Es ist in der Tat, die gesetzliche Früherkennungsuntersuchung umfasst zum Beispiel auch noch einen Bluttest im Stuhl, der sicherlich auch wichtig ist, der aber gar nicht so viel mit Prostatakrebs zu tun hat, der allerdings übernommen wird. Der PSA-Marker ist, wie gesagt, ein Bluttest, der von den gesetzlichen Krankenkassen bislang noch nicht regelhaft übernommen wird. Es gibt gewisse Diskussionen in der deutschen Gesundheitspolitik, ob das sich zukünftig ändern wird oder nicht. Das können wir vielleicht heute nicht so richtig ausdehnen. Die Diskussion ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir uns doch eigentlich als Urologen und viele Ärzte ganz klar darüber sind, dass der PSA von den Tumormarkern, die es gibt, eigentlich einer der besten ist, weil man eben nachweisen kann, dass seit seiner Einführung in den 90er Jahren zumindest der Anteil der sehr fortgeschrittenen metastasierten Fälle, also diejenigen, die eben zu spät kommen für eine Heilung dieser Erkrankung, dieser Anteil ist stark gesunken. Und das ist eine ganz wichtige Feststellung, die natürlich für Patienten auch wichtig ist. Was man im Gegenzug sagen muss, also warum ist dieser Test vielleicht auch ein bisschen umstritten, warum wird er nicht bezahlt? Weil dieser Test natürlich auch dazu geführt hat, dass die Zahl der neu entdeckten Erkrankungen von einigen Tausend auf 60.000 im Jahr angestiegen ist. Und dass man sagt, dass viele von denen das vielleicht gar nicht gemerkt hätten, Exakt. Von den Patienten genau. diesen Prostatakrebs. Das ist eine ganz wichtige Thematik, mit der muss man sich auch beschäftigen. Die deutschen Urologen tun das, glaube ich, auch sehr selbstkritisch, nämlich natürlich ist es so, dass mit einem Test auch Patienten vielleicht festgestellt werden,
die zwar auch einen Prostatakrebs haben, aber nie Probleme damit haben werden. Und das ist das große Thema, auch vermutlich das Thema unseres Interviews, was jetzt folgt, nämlich welcher von den betroffenen Patienten muss behandelt werden, um sozusagen einem schlimmen Verlauf bis hin auch zu einem Tod durch diesen Prostatakarzinom zu entgehen, und welche Männer kann man beruhigen oder einfach beobachten über eine gewisse Zeit, ohne dass sie jemals ein Problem durch ihren Prostatakrebs kriegen würden. Und das ist so ein bisschen das Thema, was auch, glaube ich, in urologischen Praxen und Kliniken vorangetrieben wird, dass man natürlich den Patienten idealerweise vor einer Operation bewahren kann, wenn er sie vielleicht gar nicht braucht. Dass man aber diejenigen, die eine Therapie brauchen, weil sie einen schlimmen Krebs haben, auch bitteschön so behandelt, dass der Krebs eben auch besiegt wird. Ja, kann man denn da sich eigentlich für eine richtige Seite entscheiden als Patient? Also, oder ist das nicht eigentlich die Wahl zwischen Pest und Cholera? Ja, ich denke, der Patient ist tatsächlich gut beraten, wenn er sich zunächst mal damit beschäftigt, mit der Frage, möchte ich eine Früherkennung machen? Das ist ja eine freiwillige Entscheidung. Es gibt Menschen, die wollen das gar nicht machen. Aber wenn man es machen will und eben eine vollumfängliche, gute Aussage haben möchte, denke ich, gehört der PSA-Wert heutzutage dazu. Weil er eben, wenn er mit den Untersuchungen, die wir gerade besprochen haben, auch in eine Beziehung gesetzt wird, also den Blutwert alleine zu machen, ist tatsächlich gar nicht so hilfreich, sondern er muss in Beziehung gesetzt werden mit dem Ultraschallbefund, mit dem Abtastbefund und vielleicht auch mit den Serienuntersuchungen, wenn man ein paar Jahre zu so einer Früherkennung hingegangen ist, weil man ja auch einen Verlauf dann sieht und sehr gut auch sehen kann, ist der PSA-Wert jetzt, die Erhöhung, die vielleicht da ist, ganz harmlos, weil der Patient auch eine gutartige Vergrößerung hat. Also diese Dinge, denke ich, sind wichtig zu verstehen. Und wenn man das vernünftig im Sinne des Patienten zusammenbringt, dann ist es auch, glaube ich, unumstritten, dass dieser PSA-Test für den Patienten, der wissen möchte, was los ist, eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Ich ziehe jetzt mal innerlich einen Strich. Ich habe jetzt also etwas gehört von Abtasten, ich habe was gehört von Ultraschall, ich habe was gehört von PSA-Wert. Beim Abtasten kann ich mir vorstellen, dass der Arzt einen Tumor fühlen müsste, was bedeuten wird, dass der eine gewisse Mindestgröße schon haben muss, damit man ihn fühlen kann. Ultraschall macht das noch ein bisschen feiner. Ja. So, auch da brauche ich aber eine gewisse Mindestgröße, die ich sehen können muss. Ja. Widersprechen Sie mir, wenn es anders ist. Es ist vollkommen richtig. Und das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, diese Untersuchungen zu kombinieren. Genau. Weil jede für sich alleine hat einfach viel zu große Unsicherheiten, diejenigen rauszufischen, die wirklich einen schlimmen Tumor haben in 100%. Genau, kommen wir zum dritten Punkt, PSA-Wert noch einmal. Was genau wird denn da eigentlich gemessen? Was ist denn das für ein Wert? Was ist denn das in meinem Blut? Also Sie müssen sich vorstellen, der Mann hat eine Prostata. Die Prostata ist eine Drüse, produziert ein Sekret. Viele wissen das gar nicht. So, dieses Sekret brauchen wir Männer für die Fruchtbarkeit. Ohne dieses Sekret sind wir nicht so richtig gut fruchtbar. Das heißt, das ist also ein Stoff, das PSA, der einfach notwendig ist. So, insofern ist es ein Sekret, was in der Prostata produziert wird und auch entsprechend abgegeben wird, was aber auch ins Blut übertritt. In einer viel, viel niedrigeren Konzentration. Und das kann man messen als Bluttest. Mhm. Und das heißt, wenn wir den PSA-Wert messen, dann messen wir im Prinzip dieses Enzym, dieses Protein, diesen Stoff PSA-Wert im Blut. Und wir wissen, dass gutartige Erkrankungen, aber auch bösartige Erkrankungen zu einer Erhöhung dieses Wertes führen. Mhm. Klassisches Beispiel sind zum Beispiel auch Entzündungen. Also alles, was an der Prostata passiert, schlägt sich auch auf den PSA-Wert nieder. Und wir wissen aber eben, wenn Sie zum Beispiel einen plötzlichen Anstieg haben oder über einen bestimmten Grenzwert, meistens ist der Grenzwert 4, hinübergehen, dann ist das Risiko eben auch höher, dass sich doch eine bösartige Veränderung dahinter steckt. Und die gilt es natürlich abzuklären. Auch um herauszufinden, ob das so Sondereffekte sind. Ne? Man sagt ja auch, bei Sport kann der sich erhöhen zum Beispiel oder bei anderem Druck. Genau, es gibt relativ viele Untersuchungen, wo man eben auch mal untersucht hat, ob zum Beispiel Fahrradfahren den PSA-Wert verändert. Das tut es in gewisser Weise, allerdings jetzt auch nicht so, dass ein Wert sich plötzlich verdreifacht. Ja.
Das sind zum Teil ganz subtile Veränderungen. Aber genau deswegen ist es auch so wichtig, dass jemand da sich hinterklemmt, der Verstand hat, der das eben analysieren kann und dem Patienten helfen kann, der zum Beispiel der Patient, der viel Fahrrad fährt, einen erhöhten PSA-Wert hat und denkt, das liegt am Fahrradfahren. Es ist ja die Kunst, den sozusagen rauszufischen, rauszufinden. Nein, es liegt nicht am Fahrradfahren bei Ihnen, sondern es liegt an einer bösartigen Erkrankung, die wir vielleicht finden. Hoffentlich natürlich nicht. Hoffentlich liegt es nur am Fahrradfahren. Aber das ist eben die Kunst, irgendwo auch die Schwierigkeit dieses Wertes. Aber die Kunst, und die Kunst, denke ich, ist urologisches Handwerk, den Leuten mit eben Hilfe dieser Zusatzmethoden vernünftige Antworten zu geben. Dann lassen Sie uns zum Schluss noch darauf kommen, was passiert, wenn Sie tatsächlich feststellen, es gibt Karzinome. Muss man operieren? Also ich glaube, wir haben sehr viel gelernt in den letzten Jahren und sowohl PSA-Wert wie auch die Praxis, Patienten dann häufig zu operieren, ist sicherlich auch viel in der Kritik gewesen, weil wir es nicht besser wussten. Der PSA-Wert hat in den 90er Jahren sehr viele Diagnosen produziert und natürlich hat man diese Männer häufig behandelt, weil man es nicht besser wusste und wer will schon einen Prostatakrebs unbehandelt lassen. In den letzten Jahren haben wir eine schöne Entwicklung finden können, nämlich, dass man durchaus unterscheiden kann. Fachlich bedeutet das, man teilt heute ein Prostatakarzinom ein in niedriges Risiko, mittleres Risiko und hohes Risiko. Ich erkläre meinen Patienten das immer gerne mit Kätzchenkrebs oder Tigerkrebs. Also es wird ja auch von Haustierkrebs gesprochen. Nur man muss eben sich sehr vorsehen. Es ist immer wichtig, eben diese Unterscheidung zu treffen, damit man eben für den Patienten auch besser einordnen kann. Besteht hier Handlungsbedarf oder ist das etwas, wo man eben auch mal beobachten kann. Und das war Ihre Frage. Und genauso ist es in den letzten Jahren, ist der Anteil der Patienten, die operiert wurden, eine radikale Prostatektomie bekommen haben, um circa 20-30% gesunken. Das heißt, der Vorwurf, es würde so wahnsinnig viel operiert, ist ehrlich gesagt nicht mehr so richtig gültig. Im Gegenteil, ich glaube, man darf stolz darauf sein, dass man diese wissenschaftliche Erkenntnis auch herbeigeführt hat in der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, dass wir sehen können, die Niedrigrisikokarzinome müssen Sie gar nicht operieren. Hier kann man eine sogenannte aktive Überwachung machen, also Patienten auch nicht unbehandelt nach Hause schicken, sondern sie in einem gewissen Intervall immer genau untersuchen mit den genannten Methoden, um festzustellen, ob es wirklich ein Kätzchenkrebs ist oder ob aus Kätzchenkrebs irgendwann auch mal was Schlimmeres wird. Und dann muss natürlich die Behandlung einsetzen, wo im Übrigen dann auch zum Beispiel Bestrahlung, Hormontherapie und andere Dinge eine Rolle spielen können. Und worauf kommt es bei so einer Operation für Sie dann an? Also, wenn der Patient tatsächlich in einer Gruppe ist, wo man sagen würde, sie müssen behandelt werden, und wir empfehlen ihnen eine Operation, dann ist eine Operation der Prostata natürlich häufig in der Vergangenheit mit Problemen der Inkontinenz, der Impotenz behaftet gewesen, weil dieses Organ eben unmittelbar in der Nähe von Nerven ist, die mitgeschädigt werden können. Und wir haben zum Glück in den letzten Jahren wirklich viele Fortschritte gemacht an großen Kliniken, wo dieser Eingriff auch gut gemacht wird. Operateure, die das beherrschen, die sich damit beschäftigt haben, können heutzutage dem Patienten ein sehr schnelles Wiedererlangen der Kontinenz in wenigen Wochen, also das Halten des Urins, sollte heute eigentlich kein Thema mehr sein, wenn die Operation gut gemacht wird. Und auch die Potenzerhaltung, also eine nerverhaltende Operation, ist in vielen Fällen möglich und auch mit Erfolg gekrönt. Das heißt, wir können Patienten tatsächlich auch die Potenz erhalten, sofern der Krebsstatus gewissermaßen diese OP-Technik zulässt und es nicht zu risikoreich ist. Aber das ist alles, was man mit Patienten ausführlich besprechen muss. Und die Zeiten, dass wirklich so viele Schäden durch eine Operation hinterlassen werden, die sind dank der Spezialisierung der Operateure auch besser geworden. Vielen Dank für dieses interessante Interview, Herr Professor Wülfing. Ich danke Ihnen. Ich hoffe auch, dass Sie sich gut informiert gefühlt haben. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesung und auf YouTube. Machen Sie es gut.